begrüße euch zur Pressekonferenz im Anschluss an die Partie der Liga zwischen dem Halleschen FC und den Gästen vom TSV 1860 München. Ich bin am Platz genommen. Der Gast hat immer das erste Wort an den Pirovka in ihrer Analyse. Erstmal Gratulation zum Sieg. Halleschen FC. Ich glaube, das Hauptentscheidende war heute, dass man einfach diese physische Präsenz, die Halle auf den Platz gebracht hat, das konnten wir nicht eindämmen. Da waren wir einfach physisch unterlegen. Diese körperliche Präsenz, dieses dynamische Spiel kommt relativ selten eindämmen. Aber was natürlich, und ich weiß noch, wo er geht, also ich helfe. Okay, das war natürlich auch Thorsten im Hinspiel, wo er moniert hat. Ich glaube, heute war es genau auf unserer Seite. Das erste Tor war glasklares Abseitstor. Sieht man in den Bildern, dass der Spieler aus dem Abseits kommt und dann bei Mainz oder was 1-0 steht für Halle, ist der Ball hinter der Linie. Das sieht man auch relativ deutlich auf den Bildern. Also es sind schon zwei Aktionen, auch nach der letzten Woche, wo der Spieler von Münster ganz klar die Hand dazu nimmt, dass momentan natürlich auch diese Situationen momentan nicht in unsere Karten spielen. Das ist, glaube ich, eine Situation, in der wir uns befinden. Da müssen wir einfach jetzt rausfighten, rauskämpfen. Und jetzt kommen auch wieder wichtige Spieler zurück nächste Woche. Und dann werden wir auch wieder eine andere Mannschaft gegen den KSC sehen. Halle, ich wünsche noch alles Gute für die restlichen Spiele. Schaut jetzt ganz gut aus und ja. Ich hoffe, ich sehe uns nächstes Jahr wieder. Oder beziehungsweise hier wahrscheinlich nicht, aber hoffentlich sind wir wieder nächstes Jahr da.